Haha, so, ich bin da. Jetzt muss ich dich irgendwie in die Party hinzufügen. Du hast dir den Namen Grazuk gegeben, ne? Ja, ja, ja. Grazuk Razzle. Ja, sehr gut. Ja, also Leute, ich nehme das hier mal auf. Das ist so ein bisschen quasi so eine Bonusaufnahme für den, der reingucken will. Also das ist jetzt nicht so nachbearbeitet, wie ich es normalerweise tun würde und so. Ja, ich bin hier mit unserem... ganz spontan. Ja, ich bin hier mit unserer Vertretung für den Matze, weil Matze ist ja eine Weile nicht da. Und ich muss aber jetzt gerade nochmal gucken. Kriegst du keine Aufforderung, irgendwie in der Gruppe zu joinen? Nee, ich habe einen Nachnamen, mein Schatz. Okay. Ich sehe es gerade in der Serverkonsole. So. Ja, er wird unsere Gruppe dann bereichern und er hat natürlich auch einen eigenen Char und den müssen wir jetzt halt natürlich ein bisschen fit kriegen. Genau, den müssen wir jetzt ein bisschen hochballern, damit ich dann auch mit den beiden spielen kann. Mit Verlaub, du siehst aus wie ein Borg. Das war mein Plan. Okay. Bin ich schon mal gespannt, wenn ich die ganze Figur sehe. Ich spiele jetzt hier auch mal mit einem vorübergehenden Charakter mit Trill. Trill ist ein Vogel. So. Passiert. Ja. Du siehst ja, oder vielleicht hast du es ja schon gemacht, da ist dieser ja, Schrank, wo das E-Blinkt. Ich muss jetzt an der Konsole rumfummeln. Genau. Erstmal schön rebooten. Ja. Ja, Excavation Node. Ja. Yay. Enable Teleport. Ich mein Cursor auch wieder, danke. Also E ist Command. So quasi die Benutzentaste eigentlich. Ganz ja. Standard. Ja. Und ja, ja, I ist ja. Inventar. Jetzt kommen ganz viele Anfänger-Quests, von denen ich keine Ahnung habe. Also doch, natürlich eigentlich schon, aber... naja, mit denen, da mache ich halt nicht so viel. Ja, kann man dir auch nicht vorwerfen. So, warte mal. Ich habe einen Karnickel im Cockpit rumhüpfen. So. Wupp. So, ich spiel mich runter, ja? Okay. Ach, da bist du ja. Ja, ich komm mal mit. Mal gucken, was für eine Stadtwelt du erwischt hast. Ich meine, eigentlich ist das immer so ein Lush Planet. Soll ich jetzt zu dir beamen? Ach nee, beam down. Alles ja, klar. Es ist eigentlich egal, weil wir werden ja... nee, also ich bin ja im Moment auch unten auf dem Planeten. Und da wärst du auf dem gleichen gelandet. So, auf der Taste R kannst du dann immer zwischen dem, was du gerade ausgewählt hast, und dem Manipulator wechseln. Ja. Ja, und jetzt am Anfang natürlich, ganz klar, braucht man Holz und vielleicht sollten wir uns eine Ebene machen irgendwie, wo wir dann kurz was drauf bauen können. Ein Bäuchchen, was bauen können, ja. Ja, so einen kleinen Zuschlupf, Unterschlupf. Bumm! Bleib hier! Kohle. Kohle, Kohle. Ach nein, jetzt hast du es gesagt. Ja, aber im Moment, ich meine, der erste Planet, der ist immer friedlich, aber ich sehe noch gar kein Monster, das ist seltsam. Ja, ich habe es ja auch schon mal kurz Singleplayer angespielt, irgendwann mal. Hast du dabei auch die STRG-Taste mal probiert? Weil wenn du die gedrückt hältst, kannst du so ein bisschen einen Bildschirm weiter weg gucken. Das ist manchmal ganz hilfreich. Ja, ja. Und mit Alt siehst du Namen und benutzbare Gegenstände. Echt? Ja, wenn du es gedrückt hältst, ist linke Alt. Nö. Nö? Nö. Steht da über mir dann nicht mit grüner Schrift Drill? Doch, das schon. Okay. Da, da kann dir nichts passieren. Das ist jetzt aber gerade dauerhaft an und blendet dann langsam aus, deshalb war ich verwirrt. Genau. So, ja genau, Kohle brauchen wir ja am Anfang auch viel. Also nicht Geld, nehm's sondern... Halt einfach mal mit. Ja, die Naturkohle halt, ne? Du hast auch Quests, auf dem Ausrufezeichen rechts oben kannst du da das Fenster öffnen. Korrekt. Make a crafting table, ja und Schiff reparieren, das kommt ja noch. Oh, guck mal, hier ist doch schon mal was Schönes gebaut. Dann können wir das... direkt einnisten. Naja, das ist eine Ruine, aber theoretisch könnten wir das wieder flott machen. Jo. Würde ich nur sagen, machen wir das grüne Gekröse weg, oder? Also diese Überwucherung. Das Gekröse! Ja, mit Getöse voll ins Gekröse. Und so. So, verlumpt, du Kackbaum. Die Frage ist bloß, ob wir uns diese Bricks auch aus Cobblestone herstellen können. Ich meine, das ist ja nur vorübergehend dann wohl unser kleiner Zuschlag. Ein, zwei. Ja, eben. Wenn nicht, reißt man halt einfach ein, zwei Etagen ab. Wir brauchen ja keine 28 Etagen. Ja.
Da kommt was. Ja, ist das nicht lieb? Egal. Oh, Mais! Ach Gott, und schon kriege ich das nächste Quest. Ja, also man kriegt am Anfang so viele kleine Scheißquests, wenn man auch nur so ein bisschen Futter aufsammelt. Crafting-Menü ist übrigens auf C. Ja. Okay, hast du schon alles rausgefunden oder schon im Einzelspieler mal? Ja, ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal ein bisschen, ich habe ja schon mal ein bisschen im Singleplayer gespielt. Okay, ich schmeiß uns dann. Und jetzt so, ja, so sehr unterscheidet es sich jetzt nicht von jedem x-beliebigen anderen Ding ins Spiel, ne? Ja, also solange man weiß, I ist Inventar, da weiß man schon mal viel, ne? Ja, genau. Ich will da hoch. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist eine Truhe, die will ich haben. Nied auf die Truhe. Ach, ein Freund hat bei mir gesehen, dass ich Star Trek Online spiele und jetzt haben wir noch einen damit angesteckt, so wie es aussieht. Aber da hat auch erstmal so ein bisschen rumprobiert, ich weiß noch nicht, wie weit er ist. Ich glaube, er hat auf jeden Fall schon sein eigenes Kommando, aber ob er viel mehr hat, weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt auch erstmal rausgekriegt, wie man die Schiffsupgrades installiert. Ach so. Aber es war eigentlich nicht so schwer. Man muss halt mal ein bisschen rumlaufen auf der Sternenbasis, mit ein paar Leuten quatschen und dann erklärt sich das eigentlich. Ah. Bin mal so frei. Also es gefällt mir doch schon recht gut. Ja, jetzt spielen wir hier Starbound und reden über Star Trek Online, aber das meinte ich so, ja. Egal. Es ist unverkrampft und alles, ne? Ja, wollte gerade sagen. Ich rede auch immer über alles. Also. Ja, wir machen uns da keinen Stress. Matze und ich, wir reden doch auch immer über alles. Mhm. Lalala. Ja, mal gucken, ob ich den Drill noch irgendwo unterbringen kann. Aber erstmal soll ich ja irgendwie noch mehr Socki-Let's Play oder sowas bringen. Was? Socki-Let's Play, ja, das haben doch China und Matze, glaube ich, gemeint. Ich soll, oder was, Shinji? Ich soll mehr Socki-LP bringen oder überhaupt mal ein Socki-LP machen. Was ist das? Meine Socken. Ach, deine Socke. Ja. Die war super. Ja, ich mag eh alles mit Wackelaugen, ist gut. Ja, Googly Eyes sind immer klasse. Ja. Da kann man generell erstmal nichts falsch mitmachen. Mhm. Ja, vielleicht mache ich ihm noch ein ausgeprägteres Gesicht, aber die Frage ist, braucht er das? Ne, eben. Hallo, alles. Augen und Mund. Ja, aber da gibt es doch auch auf YouTube diese eine Sockenpuppe, der hat für den dann irgendwie so einen kleinen Hut gebastelt. Okay. Sowas wäre natürlich auch noch cool. Ein paar Accessoires. Genau. Ein Monokel. Soll ich hier mal die oberste Etage abreißen? Kannst du machen, dann können wir unten auffüllen. Genau. Crafting Table. Was brauchen wir denn dafür? Da ist doch ganz simpel normal. Also Wood Planks. Ah, da müssen wir das Holz verarbeiten. Ich verstehe. So. Dann reiße ich jetzt das hier oben ab. Sehr schön. Dann regnet es auch nicht rein. Können wir einfach ein Dach drüber ziehen und es. Oh nein! Aber du lebst ja noch. Ich meine, am Anfang, wenn du stirbst, wie gesagt. Ja, ist ja nicht schlimm. Da verlierst du halt ein paar deiner Pixel. Also, das ist quasi die Währung. Aber das ist nicht so tragisch, weil du am Anfang eh nicht viele davon hast. Ich komme bestimmt damit klar. Ja. Na, später irgendwann. Wird jetzt nicht mein Leben nachträglich beeinflussen, denke ich. Ja, also später irgendwann, da hast du es eh viel leichter, die Pixel zu verdienen. Und dann kannst du auch in Voxel umwandeln, dann gehen sie nicht mehr kaputt und so. Also gehen sie nicht mehr verloren. Böhmische Dörfer, mein Freund. Ja, kommt alles noch. Böhmen. War ich noch nie. Ich weiß nicht, wie die Dörfer da sind. Wenn ich jemandem Unrecht tue, es tut mir leid. Special Attack! Ja, seit cool. Dem letzten Update haben die ganzen Zweihandwaffen haben Spezialattacken. Spinning Attack, ja. Ja, aber die verbrauchen natürlich immer Energie. Das ist dieser grüne Balken da links oben. Ja. Das ist okay. Ich komme mal gerade vor, als würde ich nochmal ein Tutorial für alle machen. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Wenn man irgendwas mal vergessen hat zu sagen, dann kann man sich hier verbessern. Event. Was ich bei Starbound halt so toll finde, das ist halt ein Spiel, da kannst du dich entspannen. Also, zumindest wenn du nicht gerade von irgendeinem Über-Mega-Boss geowned wirst. Es hat halt beruhigende Musik ist ja und so. Matze ist ja auch großer Fan von Terraria. Mhm. Habe ich ja auch.
Aber es hat gedauert, bis er dann endlich mal aufgehört hat, von Terraria zu reden. Ja, ja. Und bis er dann gemerkt hat, dass ihm, was ihm an Starbound gefällt, was es in Starbound noch nicht gibt, aber in Terraria schon gab und so weiter. Ja, ja. Jedenfalls habe ich gesagt, naja, letztens ist er ja umgezogen. Mhm. Und da haben wir uns da auch drüber unterhalten. Und dann sage ich, naja, ich bin halt, ganz ehrlich, so ein Spiel geben mir im Singleplayer nichts, ne? Also es wird mir schnell langweilig. Hat nichts damit zu tun, dass mir die Spiele nicht gefallen, sondern, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist genau wie Minecraft, da kann ich mich auch nur bedingt mit alleine aufhalten. Ja, Multiplayer jetzt, macht, ne, in der Regel mehr Laune und also, ist halt immer schön, wenn man auch nicht alles allein machen muss. Ja, ich hatte zum Beispiel, hatte ich mal so ein kleines Häuschen auf so einem Server und so, das war ganz lustig, da das Haus zu bauen und so, ne. Aber jetzt eine ganz neue Singleplayer-Welt anzufangen, das gibt mir irgendwie nichts, ne. Also das ist so, und gleiches gilt halt auch für Terraria und für Starbound. Ja. Deshalb bin ich ganz froh, dann vergammeln die Spiele nämlich jetzt nicht in meiner Steam-Bibliothek bis in alle Ewigkeit. du kannst ja jetzt Terraria nicht mit Starbound vergleichen. Sag, das ist exakt das Gleiche, nur in einem anderen Setting. Die sind sehr ähnlich, ja. Er sagt dann, nein, das ist nicht. Sag ich, dann nenn mir bitte eine Sache, die signifikant unterschiedlich ist. Guckt er mich an im Auto. Weil ich kann's denn nicht, ne? Es ist unterschiedlich! Ja, okay. Ja, also es ist sehr stark davon beeinflusst, auf jeden Fall. Das Setting ist halt anders. Gibt minimal ein paar andere programmtechnische Möglichkeiten und so. Ja, klar, natürlich. Aber grundsätzlich, also, ne, wenn du jetzt jemanden, der überhaupt gar keine PC-Spiele so spielt und überhaupt keine Peilung davon hast und du lässt dir eine Viertelstunde Terraria und eine Viertelstunde Starbound spielen, dann wird er dich angucken und sagen, warum zeigst du mir zweimal das gleiche Spiel, nur mit anderen Leuten? Ja, ich kenne Terraria ja nicht gut genug, um es auch direkt zu vergleichen. Ja. Naja, und ich habe halt beide Spiele eine Dreiviertelstunde angezockt und bin zu dem Schluss gekommen, ne? Das ging schnell. Ja, naja, das reicht ja als erster Eindruck eigentlich, ne? Also, um zu sagen, dass es zumindest sehr ähnlich ist. So, wir brauchen noch ein paar Pflanzenfasern. Soll ich die mal holen? Die wachsen ja meistens in Höhlen. Ja, mach das mal. Diese Vines meinst du, ne? Ja, genau. Und wir brauchen natürlich auch noch Kupfer und alles und ja. Ich bin in diesem Spiel zu blöd zu springen. Leertaste. Danke, danke. Sehr hilfreich. Gell? Ja, wie eh und je. Ja, ich bin dann auch gleich so weit hier mit unserer Etage. Lass ich die jetzt drauf und dann mach ich mal da einen Dachboden hin. Oh. Ah, könnte man eigentlich. Noch mehr Kohle? Kohle, ja. Kohle, 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 Kohle. Ah, für dich müsste sich auch das Crafting Table Quest erledigen, wenn du den Crafting Table einmal einfach benutzt, ne? Nee, wenn du ihn abbaust und wieder hinstellst. Achso, wieder hinstelle, ja. Okay. Ja. Plant Fibers. Juhu! So, dann stelle ich die Kiste mal wieder hin, wo ist er? Wooden Crafting Table. Zack. Blop, 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 learned to craft flair. Oh nein, dein böses Monster! Ja, Sisi, ich werde dich essen! So, warte mal, jetzt, wo sind die Ziegel? Also die Ziegel. Ziegel? Du hast drei Inventare. Also wenn ja, weiß ich. Okay, gut. Habe ich schon gefunden. Ich muss hier nur gerade gucken, welches die richtigen Ziegel sind. Wenn nicht, mach mal einfach irgendwie Crossover-Deko. Muss ja nicht genau das gleiche sein. Doch, doch. Und symmetrisch, ne? Genau. Ja. Das hier ist zum Beispiel nicht korrekt. Da schimpft der Matze auch immer, wenn wir auch nur die kleinste Kleinigkeit an dem Raum verändern. Er macht das, er richtet alles ein. Ja, ja. Na, bist du bescheuert? Der will das immer genau so haben. Ja. Da hat er sich ja auch damals mit unserem Minecraft-Let's Play ganz, ganz früher so verdingelt. Weil er so ein großes Haus bauen wollte, dass er nie irgendwie zu mehr als einer Mauer gekommen ist. Und naja, sowas Ähnliches ist mir bei Minecraft mitunter auch schon passiert, aber naja. Ja, dann stand er halt so ein Turm mit einer riesenlangen Mauer.
Und das war's, ne? Aber es war eine schöne Mauer. Das war, ja, gerade war sie auch und alles. Das war super. Richtig dufte Mauer war das. Hör mal. Mhm. Wunderbar. Ist keiner dran vorbeigekommen. Nö, was so Mauern halt so machen, ne? Ja. Stehen rum, sind schön kalt und steinig. Wunderbar. Ja, halten Leute fern oder drin, je nachdem, wo man gerade ist. Wir sehen von der Mauer aus. Du, hör mal. Ja. Hast du noch Small Stone Bricks? Die habe ich, glaube ich, auch alle gleich wieder verbaut. Ach so. Ja. Okay. Ich habe nur noch 2 Stone Rubble Bricks. Ja, die will ich nicht. Ah, die sehen ja kacke aus. Beziehungsweise die will ich noch nicht. Gibt's eine Möglichkeit? Im Moment, wenn ich sowas setze, ist es 2x2 Felder. Wenn du Shift gedrückt hältst, dann kannst du einzelne Felder setzen. Genau. Okay. Das war meine Frage. Es wäre schön, wenn man alle Größenfaktoren umschalten könnte, weil später kann man das Teil ja aufrüsten, dann kriegt man auch 4x4 Felder oder sowas. Ja. Es wäre schön, wenn man da wechseln könnte, aber es geht im Moment halt nur die Stärke, die er im Moment hat, und ein Feld. Ja, komme ich mit klar. Aber das kommt bestimmt noch, weil das Teil soll modular aufrüstbar werden in der Version 1.0. Ah. Und da kann man sich das so zurechtbasteln, wie man will. Zumindest ist der Plan so in etwa. Ich finde das sowieso immer spannend, wie lange so eine Spiele in der Alpha sind. Mhm. Ja. Gerade so Indie-Projekte. Wobei, das ist ja jetzt eher schon Open Beta oder sowas. Ja, ja. Genauso hier, wie heißt es denn? Kerbal Space Program. Ah, ich kenn's, hab's aber selbst noch nicht gespielt, aber es hat wohl sehr vielen Leuten Spaß gemacht. Weil es mir immer ein bisschen zu teuer war. Mhm. Und ich die Sales immer verpasst habe. Die was verpasst? Aber das war ja die Sales. Ach so, ah ja, okay. Aber es war ja auch Äonen in der Alpha. Beziehungsweise dann Beta. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt fertig? Ja. Okay. Die haben letztes Jahr oder so, Ende letzten Jahres, glaube ich, haben sie die Version 1.0 rausgebracht. Mhm. Und das ging ja so weit, das war ja so lange in der Beta, dass die Entwickler sogar damit geworben haben. Na, also, warte mal. The longest Beta ever. Warte mal. Ich meine, wenn sie dafür dann was richtig Gutes abliefern, dann wartet man da auch gerne drauf. Ja, natürlich. Brumm, brumm, brumm. Oh, ein Häschen. Ich guck grad mal kurz was. Häschen und Schildkröte. Die besten Kumpels der Welt. Ach, glaubst du, ich hätte vorhin drauf geachtet, wie der Planet heißt, auf dem wir hier sind? Warum denn, ne? Ich meine, wir werden nicht ewig hier bleiben, ne? Nur so lange, wie wir müssen. Ja, aber. Ja, klar. Ah, da ist das erste bisschen Kupfer. Und ein Gürteltier. Töte es. Und Sand. Bringe ich gleich mal mit, weil das... Töte den Sand. Scheiße, eine böse Riesen-Beißerschnecke. Töte das. Ich bin schon dabei, aber jetzt kriegt's noch Verstärkung von einem Steinwesen. Bitte zeig deinen Kopf! Der erste Feind, schon geht er mir auf den Keks. Aber ich kann wenigstens gleich ein bisschen Sand mitbringen. Ah ja, genau. Der Witz war, bei der Version 0.9... Ja? Kerbal Space Program, better than ever. Karlauer. Dabei bin ich doch für die Flachwitze zuständig. Das ist doch normalerweise mein Ding. Oh, mittlerweile kriegt man 4-mal so viele Fackeln, wie man an Material. Jetzt verquatsche ich mich gerade. Ja, früher hat man, glaube ich, immer nur 2 Fackeln gekriegt pro Einheit des Ursprungsmaterials, das man braucht. Also pro Rohstoffportion. Und jetzt kriegt man 4-fach. Das ist schon ganz praktisch. Ah, ja. Weiter Tag rum. Und ich habe 2 Etagen eines Hauses abgebaut.
Ist doch Shay. My life is shit. Na, hättest du mal den Franz Kaulquapp am Anfang sehen sollen, der hat sich nichts getraut. Und jetzt ist er fast zu frech. Ach, aber du lernst ihn ja kennen. Gar nicht. Ich will das hier jetzt einfach schön haben erstmal. So wie Löcher in der Wände und sowas, gefällt mir nicht. Sag einfach, es sind Mörderlöcher. Wenn ein Feind kommt, schießen wir da die Pfeile durch und so. Ja. Oder gießen kochende Fäkalien runter oder so, ne? Kochende Fäkalien. Haben sie gemacht, aus der Latrine. Ich meine. Haben sie Latrinen leer gemacht, haben das ganze, den ganzen Sheet im wahrsten Sinne des Wortes aufgekocht und haben das rausgekippt. Also ich kannte schon das mit dem Pech und so, aber mit der AA, ich meine, okay, nicht jeder wird Pech gehabt haben, ne? Ja, und Pech war halt auch relativ teuer und nützlich, ne? Das ist halt das Ding, deshalb, ne, so Öl und Pech und so, das zeigt man zwar ganz gerne. In Filmen kommt das immer ganz gut rüber, wenn da so ein dicker Schlorzen Öl runterläuft. Aber es war halt A, nützlich und B, teuer. Und deshalb hat man halt, wenn's schnell gehen musste, halt einfach nur Scheiße aufgekocht, ne? Also den Inhalt von den Latrinen. Das Schöne daran ist ja auch, naja, schön bedingt, aber das Schöne daran ist ja letztlich auch, der Feind hat noch ein bisschen Freude mit dem Geruch. Ja, und dass die Wunden sich natürlich auch so herzlich, so wunderbar entzünden können, ne? That's not nice. Nope. Hat tatsächlich auch im Vietnamkrieg dazu geführt, dass die Amerikaner einen extremen Moralbruch bekommen haben. Weil der Vietcong das dann auch gemacht hat, oder wie? Nee, der Vietcong, der hat gesagt, dass... Also es ging quasi, es gab so Trittfallen. Und, Ach, und da haben sie alles mit Scheiße eingerieben und so. Ja, genau. Also jedenfalls, warte mal kurz, meine Frau will was. Okay. Was denn? Ja, nee, ich wusste gar nicht, dass man total den zum Abschied gehen kann. Aber ich... Nee. Ja. Du stehst da und guckst mich an. Ja, ich weiß nicht, was du machst. Ja, ich auch nicht. Das passt ja. Soll ich das dann jetzt rausschneiden wegen Privatsphäre und so? Nee, egal. Bin ich ihr erster Auftritt. Und der Lemmy. Ja, der Lemmy, der nervt irgendwie. Keine Ahnung, was der von mir will. Jedenfalls haben die halt gerne auch diese Stachelfallen, ne, zum Reinfallen und sowas, gerne halt auch mit sowas eingeschmiert, einfach um eine Wundinfektion, ne, zu gewährleisten, um es nett zu sagen. Und diese Trittfallen, das waren einfach nur Bretter mit Holzdornen drin, ja. Die sie halt so im Waldboden verteilt haben. Ne, einfach hier und da mal hingelegt haben. So, keine Ahnung. 20x20 oder sowas, also nicht sonderlich groß. Und es gibt keinen Bericht von amerikanischer Seite, dass jemals ein Soldat in so eine Falle reingetreten ist. Aber die hatten halt alleine die Vorstellung, dass es so etwas gibt, wo man reintreten könnte, hat den Soldaten so Angst gemacht, dass die halt im Dschungel nicht wussten, wo sie gehen wollen und wie und weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, es will man ja auch nicht abkriegen, sowas. Nee, eben. Und das hat, und alleine die Vorstellung, theoretisch in sowas reintreten zu können, hat halt dazu geführt, dass die total demoralisiert durch diesen Dschungel gelatscht sind. Auch wenn es nicht ein, ja, quasi dokumentiert Fall gab, wo wirklich jemand in so eine Trittfalle gelatscht ist. Das Tolle ist, ich habe sogar schon Manipulator-Modules gefunden für später dann das kommende Upgrade. Uhu. Ja, schneller abbauen und so. Oder Wasser aufsaugen. Beziehungsweise Allgemeinflüssigkeiten aufsaugen. Nanu, was greift mich da an? Irgendwas macht Geräusche, aber es kommt nichts. Da ist so eine Minischlange, eine Kartoffel, eine Subterrane und ein Armadillo. Zeig mir eine nicht-subterrane Kartoffel.
Erdnuss. Ja. Gut, richtig. Nachdem der Bauer übers Feld gezackert ist, dann das liegen sie manchmal oben. Achso, ich dachte, das wäre jetzt so ein Zuckerberg-Witz oder so, den ich nicht verstanden habe. Zuckerberg. Über den Weg, übers vorne. Feld gezackert. Saget. Lalala. Oh, noch mehr Eisenerz. Aber irgendwie, Kupfer ist, glaube ich, doch noch ein bisschen im Minus, ja? Kupfer habe ich erst 26, Eisenerz fast 100. So. Zum Glück müssen wir nicht auch noch in die Tongrube. Der Berg, man hat Spaß beim Bergmann sein. Ah, nee, das war ja Niflheim. Ja, Oh, Mini-Dungeon gefunden mit ein paar Pixeln, Eisenerz und einem Mikrofon für Männerstimmen. Yes. Das kriegst du dann hast du gleich mal einen Sammelgegenstand. Boah. Boah, schreib mit Doppel-O. Florian. Mit Doppel-O. Ich finde hier gerade schon Diamanten. Weißt du, wie lange wir nach den Scheißteilen im LPT gesucht haben? Ja, du machst das da schon. Ich meine, es dauert jetzt eine Weile, aber das sind gleich mal 5 Stück. Das reicht für die ersten Upgrades. Na, hör mal. Also, dann kommen wir doch vielleicht ein bisschen schneller voran als im anderen LPT, also im großen, in der offiziellen Serie. In der offiziellen Serie. Ja. Bing, 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 bing. Na, ich weiß halt nicht, ob das Kupfer jetzt schon reicht. Das Eisen reicht auf alle Fälle. Und mit den Diamanten bin ich jetzt auch mal zufrieden. Aber, dann sollten wir gucken, dass wir auch ein bisschen was zu essen machen, damit du zumindest da auch ein bisschen was dabei hast. Weil so zumindest Kleinigkeiten heilen. Jo. Hunger ist ja im Moment nicht drin, aber kommt wieder rein. Dann je nach Schwierigkeitsgrad. So. Ja, der Sand ist im Weg. So, wer braucht schon den Sand? Absolut überbewertet. Noch ein paar Kisten? Ah, Pearl Peas. Aber das sind nur die fertigen Pearl Peas, keine Samen. Mist, weil mit denen kann man sich am Anfang Pearl Pea Brei machen, der ist recht gut. Aber das Allerbeste für den Anfang ist vielleicht sogar Reis. Es gibt Reis. Ja, kann man platzsparend platzieren, kann man recht schnell abernten. Und pur gegessen bringt er schon recht viel HP zurück. Ja, also Windows oder so? Windows, ja. Aber ich glaube, da musst du erstmal Sand gehabt haben. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch ein Alloy-Furnace, wo wir die ganzen Legierungen machen können. Ah, da, Copper Window. Wooden Window. Wooden Window und Window Blinds, ja. Müsste bei dir schon gehen. Nee, brauche ich 2 Glasblöcke jeweils. Oder auch Window Lattice, sowas gibt's auch. So einfach so ein paar Blenden. Nee, brauche ich Glas. Okay. Aber das macht die Nixe. Das macht die Nixe, sagt der Wien. Jetzt habe ich ein Flashback zu Mafia 1. Da habe ich ja immer Devini gespielt. Habe ich tatsächlich nie gespielt. Ja, ich weiß nicht, ein Freund hat mir es ans Herz gelegt und ich hatte irgendwie ganz andere Erwartungen, ich weiß nicht. Vielleicht war es einfach nicht ganz mein Typ Spiel, vielleicht war es schlecht gealtert, vielleicht meinen auch einfach alle nur Mafia 2, ich weiß es nicht. Also mit dem ersten, ich bin nie so ganz warm geworden, weil da immer solche Sachen drin waren, also waren immer Kleinigkeiten, die mich ein bisschen auf die Palme gebracht haben. Aber ja. Ich hab's durchgezogen, natürlich. Das boah, ist die Scheiße. Ich komm mal wieder hoch, hier wurde's mir gerade so böse. Ich muss mal was zu essen machen, irgendwie. Oh, warte mal. Krasukresel. So, warte mal. Ah, das sieht ja schon schicker aus. Warte mal. So. Dum, da, dum, dum, da, dum.